Schon als Student hat mich das genervt, kann man sagen, dass chemische Mittel eingesetzt wurden, obwohl biologische Mittel vielleicht zur Verfügung stehen. Ich habe sehr früh gesehen, dass natürlich da die Preiskomponente verhindert hat, dass viele dieser biologischen Mittel an den Markt kommen. Und das hat mich eigentlich immer motiviert, Verfahren zu entwickeln, dass wir diese biologischen Mittel zu kostengünstigen Preisen zur Verfügung stellen können, damit sie Eingang in die Praxis finden können. Und so ist letztendlich diese Fabrik entstanden. Und wir produzieren Nutzorganismen auf der Basis von Bakterien, Pilzen und Fadenwürmern oder auch Nematoden genannt, die im biologischen Pflanzenschutz eingesetzt werden. Ein ganz wichtiger Schädling, der vor kurzem in Europa eingeschleppt wurde, ist der Maiswurzelbohrer. Und gegen diesen Maiswurzelbohrer wurden in der Vergangenheit neonicotinoide Insektizide eingesetzt. Die sind jetzt vom Markt genommen worden, weil sie bienengefährlich sind. Und hier können jetzt Nematoden zum Einsatz kommen. Wir haben also diese Fadenwürmer billig hergestellt in großen Fermentern und stellen sie dem Landwirt heute zu einem nur wenig höheren Preis als chemische Wirkstoffe zur Verfügung. Und die Wirksamkeit, das haben wir in 10-jährigen Untersuchungen im Feld auch feststellen können, die Wirksamkeit ist genauso hoch wie die chemischer Wirkstoffe. Ein ganz wichtiger Grund, weswegen man biologische Mittel vorziehen sollte, ist einfach, dass wir keine Rückstände haben. Wir haben keine toxischen Rückstände und wir haben weniger negative Auswirkungen auf das Gegenspielerpotenzial im Feld, sodass das auch noch zu Hilfe kommt dem Landwirt. Dafür braucht er nicht bezahlen. Das Gegenspielerpotenzial in seinem Agrarbiotop kriegt er umsonst. Eigentlich sieht die EU vor, dass die Mitgliedsländer in dem nationalen Aktionsplan für Pestizide den biologischen Pflanzenschutz fördern. Aber das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Regierungen unterstützen sogar noch die Zulassung von chemischen Wirkstoffen. Und dabei könnten sie den Landwirten zeigen, wie biologische Pflanzenschutzmittel vernünftig und effektiv eingesetzt werden. Aber stattdessen machen sie das ganze Gegenteil. Die Politik hat beschlossen, dass weniger chemische Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Man kann aber die Landwirte nicht im Regen stehen lassen, ihnen alles wegnehmen und letztendlich keine Alternativen zur Verfügung stellen. Dort hat die biologische Bekämpfung eine Möglichkeit. Allerdings kommen zu wenig Produkte auf den Markt. Die Politik muss auch den zweiten Schritt gehen und die biologischen Pflanzenschutzmittel fördern. Das heißt, schnellere Zulassungsverfahren, mehr Personal zur Verfügung stellen, mehr Beratung, mehr den Landwirten den biologischen Pflanzenschutz auch nahe bringen.